Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge von Abgefahren. Tobi haben wir heute mal weggeschickt, weil wir haben mal beschlossen, wir machen aus einem Monodialog, machen wir mal einen Dialog. Und wir wollten ja die beiden auch mal sprechen lassen. Ja, also, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Tobi hat ja mit euch das Außenvideo gemacht und wir haben mal gesagt, wir wollen mal euren Grundschnitt anschauen, weil es gibt nämlich hier was ganz Besonderes zu sehen. Ich finde den Grundschnitt echt überragend toll. Also für eure Verhältnisse ist der top gelöst, wie ich finde, ja, mit euren Stockbetten. Aber erzählt ihr einfach mal, weil es ist ja euer Fahrzeug. Was habt ihr euch dabei gedacht und was waren die Hintergründe, warum ihr das so gelöst habt? Ja. Also wir sind nach 16 Monaten Reisen im normalen Wohnmobil, einem Standard-Wohnmobil, eigentlich sogar etwas länger als der, sind wir umgestiegen auf quasi einen LKW, primär aus den Gründen von mehr Bodenfreiheit und mehr Wasser mitnehmen können und nicht mehr umbauen müssen. Damals mussten wir eigentlich immer so umbauen für zwei Wochen Ferien, super. Wenn man darin lebt und jeden Tag halt irgendwie Betten umbauen muss, dann war das mit der Zeit halt wirklich ziemlich uncool. Und dann war eigentlich auch das Wohnkonzept, was wir hier dann uns überlegt haben, dass wir sagen, wir möchten eigentlich 4 Betten haben, fix. Wir möchten nichts umbauen. Wir möchten, dass die Kinder da oben ins Bett gehen können. Dann können wir hier den grünen Vorhang hoch machen. Dann ist hier oben dunkel, die Kinder können schlafen. Wir können hier immer noch sitzen, essen, duschen, kochen, können eigentlich alles weiterhin machen. Es kann trotzdem jemand schon mal ins Bett gehen, der andere kann hier noch arbeiten oder irgendwie was lesen. Also es war so für uns eigentlich das Kriterium, nicht umbauen müssen. Dann war eine Überlegung, so quasi machen wir die Dusche, wie viele andere, als Schmutzschleuse, auch in den Eingangsbereich. Mit 2 Kindern und damals einem Hund war das irgendwie für uns schwer vorstellbar, weil wenn einer duscht, kann niemand mehr rein und raus. Ist mit 2 Kindern ziemlich schwierig. Deshalb haben wir dann eigentlich uns überlegt, dass die Dusche dorthin kommt, wo ganz sicher niemand duscht, während wir fahren. Und dann war eigentlich beim Durchstieg für uns das Optimal. Und dann war eigentlich der Rest wie ein bisschen gegeben. Also hier die Betten, hier Sitzgruppe. Den kann man auch noch umbauen, runterlassen, hier ein Bett machen. Ja. Dann kam eigentlich erst später an von jemandem die Idee, hey, baut einen kleinen Beamer an die Decke da, dann habt ihr hier eine schöne weiße Wand. Ja. Für uns, wir sind ganz viel im Winter unterwegs und abends, wenn es um 5, 5:30 dann wirklich dunkel ist und die Schulaufgaben gemacht sind, dann schauen wir halt auch mal einen Film hier im Wohnmobil dann. Schön. Würdet ihr nochmal, wenn ihr das nochmal bauen würdet, würdet ihr was anders machen? Was besser oder? Also man lernt immer mit. Genau. Also ich würde sicher den Durchstieg etwas größer machen. Das ist die eine Thematik. Die andere ist, dass ich den Kühlschrank nicht mehr unter die Kochplatten machen möchte, weil das einfach thermisch vom Heiz und so etwas nicht optimal ist. Das würde ich jetzt eigentlich über die Geschirrspülmaschine platzieren. Aber sonst eigentlich so vom Raumkonzept. Für uns zu viert ist super, wenn die Kinder irgendwann nicht mehr mitfahren, bauen wir wieder neu. Wir haben eigentlich schon überlegt, was wir eigentlich alles verändern, wenn wir dann nur noch zu zweit oder zu dritt mit den Hunden halt unterwegs sind, wie wir das dann genau umgestalten. Was vielleicht auch noch eine Überlegung wäre, aber ich habe mir das überlegt, aber dann doch nicht herangetraut, wäre, wenn man oben ein Bett hat, dass man, ich sage jetzt mal, tagsüber auch runterlassen kann, dann hätten die Kinder, wenn du kleine Kinder hast, hätten die richtig eine große Spielwiese, oder? Ja. Hier gibt es Gurtsysteme, die vielleicht cool wären, damit man, ich sage jetzt mal, die Kinder, wenn sie im Bett liegen, dann einfach hoch und runter lassen kann. Das wäre sicher etwas, das man auch optimieren kann, um einfach hier den Raum besser zu nutzen. Aber wir haben auch aufgrund der Stockbetten dann eigentlich die Standardhöhe von Wohnmobil von der Innenhöhe um 20 cm erhöht. Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir da unten auch 2 Rakokisten übereinander stellen können. Hier von den Betten halt, dass man ein bisschen Luft hat, um sich auch bewegen zu können. Der hintere muss halt über den vorderen drüben klettern, deshalb braucht man schon ein bisschen Platz. Ja. Aber das waren so im Wesentlichen eigentlich die Überlegungen und dann genau ist eigentlich so dieses Konzept so entstanden. Okay. Genau. Schön.
Wenn ihr das nochmal machen würdet, würdet ihr größer bauen, kleiner, gleich? Also nicht größer. Nicht größer. Wir sind damals eigentlich vom Wohnmobil, haben wir gesagt, lass uns einen Meter kürzer werden, von 8 Meter auf 7 Meter. Wir sind jetzt 7,20 Meter. Wobei eigentlich jetzt das Gefühl nicht so lang ist, weil einfach mit der Schräge, alle anderen haben eine 40er Schräge, wir haben eine 60er Schräge gemacht, dass wir einfach noch von den Betten hinten halt 20 cm mehr nutzen können. Ja. Das trifft meistens nicht an und wenn wir irgendwo mal parkieren, dann klappen wir den Unterfahrschutz hoch und können eigentlich einen normalen Standardparkplatz verwenden. Wenn man hinten rüberschieben kann. Genau. Also häufig hat man hinten irgendwo mal eine Wiese oder so, dann suchen wir halt die Parkplätze, wo man hinten rüberschieben kann, dass wir vorne drin stehen. Von dem her würden wir nicht mehr größer. Nein. Und auch vom Radstand her, wir haben ja den kurzen Radstand für Kurven und Wendigkeit, also ich würde nicht mehr den großen, weil wir sind doch auf vielen Bergstraßen unterwegs. Also es genügt quasi und ihr seid vollends zufrieden so mit der Konfiguration, wie ihr es bisher ausgewählt habt. Es ist alles ein Kompromiss im Leben. Also je größer werden halt Sachen wieder schwieriger, je kleiner wird es halt im Winter wieder ätzend. Also für uns ist das im Moment der beste Kompromiss. Aber vielleicht sieht es in der Zukunft ohne Kinder, die mehr mitfahren, auch nochmal wieder anders aus. Ne? Also es ist so. Ja, es ist halt auch immer abhängig, wohin will man damit. Ne? Genau.